Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind auf der Suche nach Chemiekristalle für unser Hyperkühlmittel und das finden wir hier auf Ilum. Ich habe zwischen der letzten und diesen Folge hier nochmal kurz gewartet und habe die 3 und 4 voll gemacht, damit wir jetzt hier nur noch die 5 und 6 sammeln müssen und damit hätten wir die dann schon mal. Ein Enzymisator-Sondierkit besorgen. Oh, das müssen wir dann auch hier wohl noch finden. Können wir aber in der Wegestation dort finden. Das heißt, wir machen mal kurz die Schnellreise. Und dann schauen wir mal, ob wir das Kit dort finden. Und dann sollten wir, glaube ich, auch fast fertig sein auf Ilum. Ach, guck mal hier, das liegt ja da direkt. Town-Town-Enzyme beschaffen, das auch noch. Na Mensch. Dann suchen wir mal uns Town-Town raus. Das sind diese Tierchen. Hier, diese. Jetzt brauchen wir die Materialien nur noch kombinieren. Ah, okay, verdammt. Hat sich gerade alles total doof überschnitten. Wir wollten ihm gar nicht wehtun. So, dann kombinieren wir alle chemischen Zutaten. Lies die Syntheseanweisungen. Container extremer Kälte aussetzen. Es könnte sein, dass wir das hier sogar noch machen müssen. Wir gucken mal. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Lies die Syntheseanweisungen. Dies müsste irgendwo auf Ilum möglich sein, wo dieses Hyperkühlmittel für gewöhnlich hergestellt wird. Okay, dann lass uns mal die Syntheseanweisung lesen. Haben wir die hier? Okay, da steht schon mal nichts drin. Da, okay. Nur ein wirklich modernes, auf Ilum selbst synthetisiertes Hyperkühlmittel reicht für meine Zwecke aus. Für die Herstellung dieses chemischen Cocktails, der innerhalb der Abschirmungseinheit für konstante Temperaturen sorgen wird, brauchen wir zunächst einen geeigneten Behälter. Haben wir. Sobald ein geeigneter und robuster Behälter gefunden wurde, müssen aus den schimmernden Vorkommen auf Ilum hyperkalte Chemiekristalle geborgen werden und dann folgt die Geheimzutat Verdauungsenzyme aus dem Blut eines lebendigen, das ist wichtig, Town-Towns. Haben wir. In einem letzten Schritt muss der Behälter mit allen Zutaten dann Temperaturen ausgesetzt werden, die nur wenige organische Wesen überleben können. Meinen Forschungen zufolge könnte es in den südlichen Ausläufern des östlichen Schelfeises auf Ilum einen derartigen Ort geben. Okay. Südliche Ausläufer östlich. Südosten, also hier so irgendwo, vermute ich. Aber warte mal, er schickt uns hier rein. Und schickt uns aber auch wieder raus. Also irgendwo hier müsste sowas zu finden sein, denke ich. Ja, wonach wir genau suchen, kann man nicht sagen, aber vielleicht hier sowas. Im Heldenbereich möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt rumspazieren. Das muss ja nicht sein, aber vielleicht haben wir das ja hier schon gefunden. Vielleicht sind das diese ultra-eisigen, ne, wohl eher nicht. Südöstliche Ausläufer. Naja, solange wir uns hier am Rand bewegen, dürfte uns da nichts passieren. Da sind wir auch schon wieder raus aus dem Heldenbereich.
Östlicher Schellfiss. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Oder auch nicht. Okay, da dürfen wir nicht zu weit rein. Okay, benutzen können wir den auch nicht. Aber hier sind wir grundsätzlich schon mal gar nicht verkehrt. Zumindest hat uns das ja gerade angezeigt, dass wir hier in der richtigen Region sind, östlicher Schellfeis. Da sollen wir ja hin. Uns mal hier um. Muss halt extrem kalt sein. Das ist es auch nicht. Schade. Schon wieder mehr in den südlichen Bereich, finde ich. Hier auf dem Eis muss doch eigentlich richtig kalt sein. Ich weiß halt auch nicht, ob wir einen Ort betreten müssen oder ob wir das sogar irgendwo anwenden müssen. Das wäre ja auch interessant zu wissen. Ich glaube dahinter nicht. Es muss schon hier irgendwo sein. Na, obwohl. Südöstlich. Also wenn wir jetzt weiterfahren, dann kommen wir schon nicht mehr in den östlichen Teil. Dann wird es wohl eher der reine Süden. Ja, dann komm mal her. Durchatmen. Da haben wir eine Sicherheitstruhe. Ist aber eigentlich eher uninteressant. Okay, lass uns mal noch mal lesen. So, meine Forschungen zufolge könnte es in den südlichen Ausläufern des östlichen Schelfeises auf Ilum einen derartigen Ort geben. So, östlicher Schelfeis. Wir sind auf jeden Fall noch drin im Bereich, ja. Muss hier irgendwo sein. Ist halt nur die Frage, wo. Meint ihr, wir müssen da rein? Ist halt auch ein offener Bereich. Imperiales Gefängnislager. Wir können uns da mal umschauen. Schadet ja nicht. Wenn wir falsch liegen, dann ist das so. Okay, da fängt eine Phase an.
Ja, hier ist nichts weiter. Schade. Hätte ja genauso sein können. Hatten Glück, dass da gerade wohl irgendwie ein anderer Spieler unterwegs war, der die Gegner weggeräumt hatte. Ja, dann komm. Sehen halt immer besonders aus für mich, aber das ist es eben nicht. Damit werden wir nicht Erfolg haben. Ja, komm. Ich bleibe hinter euch. Ja, dann suchen wir den Ort weiter. Er muss ja irgendwo sein. Das nervt. Es wird immer wieder abgeschmissen werden. Vor allen Dingen in so niedrigstufigen Bereichen, ja. Wir sind auf 50 runterskaliert, sind schon Stufe 80 und trotzdem passiert es uns, dass wir hier von den Gegnern runtergeworfen werden. Okay, das hier sieht sehr eisig aus. Hier könnten wir Glück haben. Okay, ich wollte mal rangefahren sein. Also wir sind immer noch im östlichen Schelfeis. Schon ein extremer kalter Ort. Aber reicht wohl nicht. Fahren wir mal hier hoch. Ich finde jetzt auch, dass rein optisch da nichts drauf schließen lässt, außer hier vielleicht der Sturm. Mal hier auf den raufgehen. Nö, auch nichts. Können wir mal hier vielleicht auf das Eis gehen. Da passiert auch nichts. Ja, wenn wir das bis zum Ende der Folge nicht gefunden haben, dann gucke ich danach, wo sich dieser Ort befinden soll. Ich finde es in Ordnung, wenn man ein bisschen sucht, aber ich habe auch keine Lust, bin ich ganz ehrlich, hier einige Folgen dafür zu verschwenden, einen bestimmten Ort zu suchen. So, wir sind immer noch im östlichen Schelfeis. Hier nochmal hoch, aber ich glaube, da standen wir schon mal vor. Das ist es also auch nicht. Gut, dann werden wir hier nochmal so ein bisschen lang fahren.
Sie haben zumindest das Geräusch. Das irgendwie darauf hindeutet, dass es hier kalt sein soll. Aber es passiert ja nichts. Zumindest haben wir hier eine schöne Eislandschaft. Das ist ja auch schon mal was. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, da hochzukommen. Ja. Hier zwischen den Eiskristallen vielleicht. Oder dem Gebirge. Könnte beides sein. Auch nix. So, und hier an dem Eis waren wir auch schon. Jetzt können wir nur noch hier irgendwie hochfahren. Sicher Schelfeis. Wir sind auf jeden Fall immer noch im richtigen Gebiet. Was haben wir denn da unten? Ja, das ist ja nicht richtig. Also dort drin ist, meine ich, nichts. Wir können hier die Straße nochmal runterfahren. Da nochmal suchen. Da hinten ist eine Gruppenphase. Geh mal näher ran, um zu gucken, ob die grün wird. Vielleicht müssen wir da auch rein. Ich denke mal, in der Höhle ist es halt noch kälter. Ja, aber bleibt auch rot, je näher man kommt. Ja, das war natürlich klar, dass die uns noch wieder entdecken. Ja, so eine Art Kraftwerk, glaube ich. Jo. Mache mich um euch. So viele Gegner kreuzen unseren Weg. So, abgehangen. Das heißt, wir können wieder aufsitzen. Und nee, dann kommen wir wieder zu dem Ort. Also, ich bin so ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir noch großartig hier suchen sollen. Wir haben schon echt einen großen Bereich auch abgesucht. Vor der Phase hier standen wir auch schon. Und auf dem See waren wir halt auch schon ein paar Mal. So, und in dem Bereich waren wir jetzt auch schon. Tja. Können noch mal ein bisschen weiter nach Norden vielleicht gehen. Damit wir das auch noch mal abgedeckt haben. Hätte ich nun nicht gedacht, dass wir hier die Folge damit verbringen, einen Ort zu suchen mit extremer Kälte. Die Beschreibung ist auch so ein bisschen vage, ja, südlich, die Ausläufe. Das soll Ausläufe bedeuten, also so kleine Schluchten, die vielleicht nach außen hinweggehen. Das könnte ich mir darunter vorstellen. Also sowas hier zum Beispiel, dass es in so einer Nische vielleicht irgendwo ist. Aber mehr eigentlich auch nicht. So, dem östlichen Schelfeis. Aber da sind wir ja auch unterwegs. Das passt eigentlich alles. So,
Also hier unten könnte es irgendwie sein, aber da waren wir halt auch schon. Da waren wir halt auch schon, Leute. Mal sehen, wie lang denn der östliche Schelfeis hier geht. Ach ne, jetzt fahren wir schon wieder zurück in die Richtung. Was mich halt wundert, ist, dass er uns hier reinführt, ja. Der führt uns dann aber auch gleichzeitig wieder raus. Wir gucken uns das mal an. Vielleicht haben wir jetzt umsonst die ganze Zeit draußen gesucht. Aber dann wäre die Beschreibung halt auch nichtig. Im östlichen Schelfeis, da sind wir ja jetzt schon nicht mehr. Er schickt uns jetzt direkt einfach wieder raus auf der anderen Seite. So, und da schickt uns dann auch wieder rein. Also, das hat keinen Wert für uns. Gut, Leute, ich werde mal versuchen, mich schlau zu machen, wo wir diesen Ort finden. Würde mich freuen, wenn ihr dann zur nächsten Folge auch wieder mit dabei seid, wieder einschaltet. Und dann werden wir noch nach Iokas reisen und den Thermalregulator besorgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.